Willkommen zurück bei Closing Store Simulator. Wir machen gleich auf. Wir wollen Geld verdienen. Gar nicht erst lange rumquatschen. Und den. Hoffen wir mal. Können wir überlegen, obwohl das schafft sie wahrscheinlich nicht, ne? Wir können hier ja Werbung mieten, aber Werbung 250 dauert 2 Tage. Wir probieren es einfach mal. Okay. Ja, ist nur auf einer Seite. Vielleicht kommen ja mehr Kunden. Obwohl ich Angst habe, dass sie das nicht schafft. Aber wir werden es sehen. Oh Gott, da finden schon wieder 2 Frauenturnschuhe. My oh my. Ain't way. So, ob jetzt wirklich mehr Leute kommen, weiß ich nicht. Aktuell ist er noch relativ übersichtlich. Die Schuhe, die stibitzen sie hier wie die Bekloppten, ne? Ja. Ja. Ja, ist recht. Ist recht, das waren Männerstiefel. Stell hin, Mensch. Hochheben und hinschmeißen. Das sind die richtigen. Okay, 2-mal Männerstiefel und 1-mal Weiberstiefel. Alles klar. 1, 2. Ein. So, natürlich, jetzt sind 2. Eben. Sag mal, Leute. So schnell komme ich nicht hinterher. Nun grabbel hier nicht so viel rum, Mann. So, seht zu, ich muss gucken. Okay, 3-mal Männerturnschuhe. 1, 2, 3. Na, sogar noch 1-mal. 4-mal. Okay. Und fingert hier nicht so viel rum, Mensch. Ah, pack hin. Du hast einen Stiefel. Gut, der Rest geht noch. Jo, der Laden wird wirklich voller. Oh Gott, wir brauchen auch 5 Kleidchen und 6 Röckchen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Röckchen. Oh Gott, 3 haben wir, ne? 4, 5, 6. Kleiner führt auch schon wieder. Gut, 2-mal Männerstiefel. 1, 2. So, und hier? Okay. Na? Okay, sie warte nur. Alles klar. 2-mal Damenturnschuhe und 2-mal Damenstiefel. 1, 2. Die grabbeln das hier ja so schnell weg, du. Danke, danke. So, das hier geht. Das geht auch. Also ist definitiv mehr los. Ja, jo. Unterhöschen geht auch noch. Okay, wir brauchen 6-mal die Männerjeans und 4-mal das Holzfällerhemd. Dim, dim, dim. 1, 2, 3, 4. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendjemand was vermisst, ne? Okay, das passt soweit alles. Hat er auch. Wie sieht es mit den Schuhen aus? Na gut, 1-mal Männerturnschuh und 2-mal Damenstiefel. 1-mal Männerturnschuh und 2-mal Damenstiefel. So, dann hätten wir auch wohl. Aber gut, jetzt ist hier zum Glück gleich Schicht im Schach. Ich habe die genau gesehen. Oh, hier hängt auch schon wieder. So, das ist das Dormant-Shirt. Das gehört hier hin. Bitte. Jojo. Gut, sie hat es bis jetzt ganz gut im Griff, auch wenn mehr los ist. Das ist schön. Mehr Kunden dürfen jetzt aber auch nicht kommen. Hält 2 Tage an, stand da, ne? Mit der Werbung. Okay. Die warten alle, bis frei an der Kasse ist, oder was? Wie es aussieht, auf jeden Fall fehlen uns 6 Röckchen und 5 Kleider. Ein, 2, 3, 4. Aber 5, okay. Ah, jetzt kommen wir die hier noch weggrabbeln, ne? So. Wir können hier ja schon mal einräumen in der Zwischenzeit. Das ist es nicht. Die warten alle auf Kasse, ne? Und Geld haben wir sehr, sehr gut. So,
3 Blumenröckchen und 5 Jeans. 1, 2, 3 und 5 Jeans. 1, 2, 3, 4, 5. Gott, hat echt da noch einer was weggeholt? Hat euer Ehens? Was sind jetzt die letzten? Ne? Okay, hier hängt noch was. Ein Unterhöschen. Alter! Was ist denn hier los? Mei, oh mei! Auch schon wieder! Summer! Das ist doch nicht mehr schön! So, hängt da jetzt noch was? Nee, hey, sind alle Kunden raus. Okay, wir haben 13.000 verdient. Okay, wir hatten 35 Kunden, waren in der Tat mehr. 24 waren zufrieden. Das freut mich. Geld haben wir auch gut verdient. Jo, wir sind bei 13.000. Dem. Schön, aber jetzt müssen wir erstmal auffüllen. So, warte mal. Wir brauchen 2 Männer-Turnschuhe und 2 Männer-Stiefel. Ein, zwei. Mehr geht auch nicht. 4 Kartons mehr kann ich tragen. Und hier 2x Daumenstiefel und 2x Männerturnschuh. Ist das gleiche? Daumenturnschuh. Ein, zwei. So. Wenn wir jetzt hier weiter machen, Kleidchen fehlt auch schon wieder. Schmeiß nicht auch alles durch die Gegend, Mann. Das hat eigentlich überhaupt keinen Sinn, vorher schon mal einzuräumen, ne? Bevor die letzten Kunden weg sind. Okay. Was hätten wir wohl? So, Stretchhose 3 Stück und Pulli 4 Stück. 1, 2, 3 und Pulli, das wurde der da. 1, 2, 3, 4. So, von dem rosanen füllen 4. Da haben wir, glaube ich, nur noch einen. 1, 2, 3, 4. Jo, mach erstmal leer hier. Wie gesagt, wird erstmal nicht nachbestellt. Dankeschön. So, die Unterhöschen. Hier liegen 5, dann füllen uns genau 10 Stück. Dim. So, hier mal kurz googeln. 5, 7, wenn ich es richtig sehe. 7 Stück, jo. Und hier 3. Das passt. So, von... Wir sind nicht da. 7 Stück. Und von dem 3. Dankeschön. Und bei dem hier fehlt 2, wenn ich es richtig sehe. Jo. Dim. So, das hätten wir. Dann gucken wir jetzt mal hier. So, die Männerhosen 3 und Holzfällerhelm 5. 1, 2, 3. Was von 2? 3, 4, 5. Dim. So, Pullis 3 und Weihnachtspulli 1. 1, 2, 3 und davon 1. So, hier müssen wir gucken. Da sehe ich 1, 2, 3, 4. Da haben wir noch ein paar Stück. Und hier füllen genau... Okay, das passt sowieso nicht. Ich fülle 7, wenn ich es richtig gesehen habe. So, da füllen 4. Sollen hier nochmal gucken. Nee, nur 2, ne? Nur 2. Sah erst so aus, als wenn hier ein Bügel komplett leer wäre. Nur 2. 1, 2. Gut, dann haben wir auch alles wieder eingeräumt. Das freut mich. Schön. Dann machen wir uns mal ans Beste. Aber erstmal unsere guten Rechnungen. Ja, Geld verdienen wir mittlerweile sehr gut.
zu, Großhändler. Das brauchen wir noch nicht, das nicht, das nicht. Das schon? Das auch? Die gehen ja nicht immer weg, wahrscheinlich wegen den Puppen. Das nochmal. Und das nochmal. Auf jeden Fall Schuhe. Stiefel. Zack. Den nochmal. Die auch? Das nicht. Ja gut, und die beiden hier nochmal? Alles klärchen. Kauf. Warte mal, wieder 10.000 über. So, verzieh dich, mein Freund. Danke. Dim, die. Hau rein. Die guten Dormenstiefel. So, das dürften die Jeanshosen sein, ne? Die Herrenturnschuhe. Sportschuhe. Man könnte auch Sneaker sagen, wie man es heutzutage nennt. Ich bin noch aufgewachsen, da nannte man das Ganze einfach nur noch Sportschuhe, Turnschuhe und nicht Sneaker. So, jetzt haben wir die Dorman Switch. Die. Das sind die da. Dankeschön. Die. So. Das sind Damen-Sportschuhe. Die. Dankeschön. Dim. Na, wir nähen uns. Aber es geht nicht so schnell voran, wie ich gehofft hätte. Ich meine, wir werden jetzt wohl die 19 erreichen. Aber eigentlich wollte ich auf die 20. Da hier. Warte, Röckchen kommt da hin. Danke. So, und die hier. Das war auch alles, ne? Gut, er sagte ja 2 Tage. Dann nehmen wir die Währung auch nochmal dazu. Das ist sogar 4 Tage, kostet 500. Stufe unzureichend. Erforderliches Level 20. Was? Boah, okay. Dann müssen wir damit vorlieb nehmen. Wir machen auf jeden Fall gleich wieder auf. Die. Dankeschön. Manni muss rein. Dass wir hier unten nichts hinlegen können, das finde ich schade. Da können wir da unten einen Karton reinlegen, dass die Leute das aus dem Karton nehmen. Glaube ich persönlich nicht, aber wir probieren es mal. Warte mal. Nein. Okay, war ja nur ein Versuch. Der geht natürlich doch wieder hin. Na, richtig rum, ja? Dankeschön. So, wir müssen mal ein bisschen den Blick behalten. Diese Gierlumpen klauen uns nämlich die ganzen Schuhe. Guck mal, wir brauchen einmal Damen-Sportschuhe und Dorm-Stiefel. Zack, zack. Und ich glaube auch einmal Männer-Sportschuhe, wenn ich mir nicht verguckt habe. Ja. Danke. Da schon wieder rausgeklaut. Naja. Geldmäßig haben wir jetzt gar nicht mehr so das Problem. Es gibt nicht genügend Umkleidekabinen. Ja, dann gehen Sie sich zu Hause umziehen. Hängt zum Glück nichts. Dem. Kasse machen wir ja bald selbst, dann haben wir das Problem hier nicht mehr. Dame schläft da ja rein.
So, das sind einmal Schuhe und einmal Damenstiefel, ne? Jo, einmal Männerschuhe und einmal Damenstiefel. Zack und zack. Okay, jetzt haben wir zweimal Damenstiefel. Das geht hier so schnell leer, ne? Einmal Damenstiefel und einmal Männerstiefel. Okay. Zack und zack. Ich muss aber auch die anderen Sachen im Blick behalten. Dankeschön und Dankeschön. Hier geht das schon wieder los, Mensch. So, dreimal Kleid und sechsmal Röckchen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guck, da fehlt schon wieder was. Jo. Oh ja, warte mal. Achtmal Holz für Hemd. Auf jeden. Hier. Waren zwei zu viel? Oh Gott, die hätte ich ruhig mitnehmen können. Junge. Ich kann gleich siebenmal die Männerhose ranklatschen. Oh Gott, viermal Männerschuhe. Jetzt geht's aber los, du. 1, 2, 3, 4. So, dreimal Männerstiefel. 1, 2, 3. Und hier auch. Dreimal Damenschuhe. 1, 2, 3. Und ich glaube, Stiefel fehlt auch einmal. Ew. So, das hätten wir wieder. Und hier, das passt zum Glück noch. Das auch noch. Da haben wir eh nicht mehr. Okay, jetzt haben wir es wieder einigermaßen im Griff. War ja schlimm, hier war ja alles leer, Mensch. Okay, aber die Unterhöschen, die sind gleich leer. Boah, finde ich was treu, das wären 6 plus 5, naja, 11, ja gut, wir nehmen jetzt mal 10 Stück mit. Mehr geht leider nicht. Junge, zum Glück haben wir 9 Uhr. Jo. Geld verdient haben wir aber sehr gut. Und Stufe 19 sind wir auf jeden Fall. Das ist doch schon mal schön. Alter, ihr sollt die kaufen und nicht auf den Boden schmeißen. Ich mach euch fertig, wenn richtig. Okay, die war der G, ne? Das heißt, keiner klaut hier mehr was. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Wartet auf Kasse, ne? Oder? Na, die ist noch am Klauen. Okay. Gehen Sie zur Kasse, Mensch! Wir haben geschlossen! Junge! Immerhin Level 19, ne? Immerhin! So, sind Sie jetzt fertig? Conny, was war's denn hier? Okay, machen wir hier erstmal einmal Männerschuhe, einmal Männerstiefel. Okay, das machen wir gleich extra. Einmal Männerschuhe. Und Stiefel. So, zack. So, einmal Frauenstiefel und zweimal Frauenschuhe. Und zwei, eins. Hätten wir das zumindest wieder wohl? Geht die Dorme? Ja, Gott sei Dank, wie es aussieht. Jo, aber wir haben 17.376. Das war ein Träumchen. 32 Sekunden. Jo, so muss es. Geld haben wir wieder sehr gut verdient. Hier. Das muss wieder ran. Danke. So, die haben wir. Dann räumen wir hier erstmal ein. Dreimal Kleid, zweimal Röckchen. 1, 2, 3. 1, 2. Sehr schön. So, viermal Blumenröckchen und viermal Jeans. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Oh, zweimal Stretchhose und viermal Pulli. Ein, zwei, drei, vier. Sehr schön. So, das rosane Dreimal und das haben wir nicht mehr. 1, 2, 3, wie gesagt, das wird nicht mehr nachbestellt. So, und die Unterhöschen. Dolling 5, Dolling 4, okay, eine. Hängt noch was in Umkleiden? Nein. Die wurden aber auch gut geschröpft heute. Bitte. Ja, da fehlt auch eine, ne? Das sehe ich jetzt erst. Okay, noch eine fehlt. Bitte. So, hier. 5, 8, ne? 8, okay. So. Schön, schön. Jo. Und hier nur 3. Hier nur 3. Und hier? 8. Okay, das passt sowieso nicht. Nehmen wir jetzt mal 3 von denen. 1, 2, 3. Und hier nehmen wir dann 8 Stück mit. Sehr schön. Den kommt jetzt noch die Männerabteilung. Hosen 3 Stück und Holzfäller-Shirt 4 Stück. 1, 2 sind 3 und da hier 4, ne? 1, 2, 3, 4. Wunderbar. So, Pulli 5, Weihnachtspulli 2. 1, 2, 3, 4, 5 und hier 2. 1, 2. So, ich glaube, da haben wir nicht mehr so viele. Wir gleich mal gucken. Und hier fehlen 3, ne? 1, 2, 3. Wir haben nur noch einen. Gut, dann sind wir die zumindest mal los. Zack. Schön, haben wir alles wieder eingeräumt? Jo. Denn erstmal die Bestellung. Erstmal bezahlen, würde ich sagen. Dankeschön. So, das passt sowohl alles hier noch. Hier dem noch. Und der auch. Genau wie hier. Hier. Und hier. Ja, der muss auch. Schuhe sowieso. Schuhe gehen immer gut weg. Obwohl zu langsam mal mehr werden. Der Post, der auch. Der nett. Der noch. Schön, schön. So, das kommt hier hin. Ja gut, aber bei Stufe 19, wir haben fast die 20. Daumenstiefel. Ich will gleich trotzdem mal was gucken. Irgendwas wird bei 19 freigeschaltet. Oh, pack den Daumen rein. Die gehen hier nochmal drin. Geldmäßig passt, wenn sehr gut. Also, wir haben 14.000 jetzt nach der Bestellung. Das ist gut. Damen Schuhe. Horren. Das sind die schönen Unterhöschen. Alles klärchen. So. Die Pullis. Das Schöne ist, wir können halt auch mit dem Geld, was wir dadurch jetzt ansparen, wirklich mal
etwas mehr umbauen, das passt doch. Immer alles einzeln bringt leider nicht allzu viel. So, die Männersportschuhe. Hau rein. Die kommt natürlich auch immer hier rein. So, die nochmal drin. Und die Männerstiefel nochmal. Dankeschön. Haben wir doch echt schon wieder zwei Röckchen dabei? Okay. Schuhe hat sie mittlerweile aber auch gut welche im Lager angesammelt. Also da kann man sich nicht beschweren. Ah, nicht ganz. Okay. Schön. Auch alles wieder eingeräumt. Den gucken wir jetzt mal. Definitiv. Wahrscheinlich so eine, ne? Ne? Das 20? Okay, das wissen wir. Spezielles Design. Wollen wir jetzt nicht. Wäre aber frei. Wie gesagt, wir wollen die neu machen. Dann muss der Vorrat aber erstmal komplett weg. Und möbelmäßig, da ist bestimmt was Neues, ne? Huf. Was für Hüte. Schuh. Ja, Schuh hätte ich auch gerne größere, sag ich ganz ehrlich. Aber gibt's im Moment nicht. Steht zwar auch nochmal eins. Ich vermute mal, da ist noch mehr geplant. Kommt wahrscheinlich noch. Vorrat wollen wir gar nicht gucken. Mitarbeiter ist ab 20. Das wissen wir. Hier, das wird freigeschaltet. Wir könnten jetzt für 6.000 den nächsten Bereich kaufen. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal definitiv Zahlungen, so haben wir. Ja, wir wollen jetzt definitiv erstmal auf den Auffüller. Und dann können wir auch richtig schalten und walten. Gut. Ich hoffe, das gibt kein Gemecker. Wahrscheinlich schon, aber wenn wir sehen. Die wollen wir komplett neu machen. Und dann können wir die auf ihn einkaufen. Und hier will ich wahrscheinlich noch daneben so Spiegel setzen. Mal gucken. Ich will hier eigentlich auch noch eine kleine Sitzecke haben, so Kram, wo sie ihre Schuhe anprobieren können und so weiter und so fort. Kommt alles, aber wir brauchen halt auch Platz. Gut. Aber sind wir für diese Folge am Ende. Ich denke mal schon, dass wir nächste Folge Stufe 20 erreichen werden. Es ist ja jetzt nur noch ein Level. Und dann können wir auch richtig loslegen. Also schön, dass ihr dabei wart. Tschüssi!